Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich heute, mit Sicherheit bin ich schon die Letzte, aber das April-Favoriten-Video hochladen. Und zwar möchte ich euch vorab aber zu 1 Million, Trillion, wie auch immer, ungemein doll, 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 doll danken. Erstmal für das mega, mega positive Feedback zum Chubby Bunny-Video. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das hat, glaube ich, die meisten Daumen hoch und besten Bewertungen und Feedback, seit ich Videos mache. Und damit hätte ich null gerechnet. Null, 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 null. Also tausend Dank. Es war zwar eine kleine eklige Angelegenheit, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Und am meisten hat uns gefreut, dass ihr auch so viel Spaß dabei hattet. Also wenn ich es mir auch heute noch angucke oder ich irgendwie mal so müde bin oder so, ich muss jedes Mal wieder aufs Neue lachen. Und dafür danke ich euch ganz, ganz doll. Und auch natürlich an Chrissy, dass du da mitgemacht hast. Vielen Dank dafür. Dann, was wollte ich noch sagen? Ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe über 3000 Abonnenten. Ich glaube, mittlerweile sind es 3100 ein paar zerquetschte. Und an euch, jeden Einzelnen, vielen, 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 vielen Dank. Das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl, dass man mit dem, was man tut, so gut ankommt und ihr sagt, Mensch, das ist klasse, was du machst, das finde ich gut. Und auch, was ihr schreibt, so die ganzen Kommentare. Manchmal, ich habe ungelogen, ich habe Gänsehaut, was ihr schreibt. Zum Beispiel immer öfter lese ich dann zum Beispiel, ja, gehörst du meinen Lieblings-YouTuberin? Und wo ich so denke, oh mein Gott, es gibt so viele. Warum ich? Wieso ich? Was ist denn an mir? Ich meine, ich bin ja jetzt auch keine Spezialistin oder so. Und ich wollte das Video jetzt auch eigentlich nicht in die Länge ziehen. Aber es ist für mich einfach unbegreiflich. Und es ist so wunder, 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 wundervoll. Wirklich, ich danke euch so, 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 so doll. Ich hatte zwischenzeitlich sogar mal so eine kleine Phase, wo ich dachte, soll ich das eigentlich weitermachen oder nicht? Aber ich glaube einfach, man muss da ja auch erstmal reinkommen und es ist ungewohnt. Und wenn ich jetzt mir zum Beispiel Videos so von ganz am Anfang angucke, dann bin ich nach so, so ganz schüchtern und total zurückhaltend. Und jetzt kann man so sein, wie man ist. Man muss ja auch erstmal vorsichtig sich rantasten. Und ich danke euch wirklich, wirklich, wirklich ganz, 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 ganz doll. Also jeden Einzelnen von euch, wirklich. Also tipptopp, vielen, 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 vielen Dank. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, ich glaube, das war das Allerwichtigste. Also ich danke euch wirklich von ganzem, 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 ganzem Herzen. Ja, ich bin wirklich sprachlos und ich freue mich heute noch genauso. Ich tanze immer rum, wenn ich einen neuen Abonnenten habe und ich danke euch, wirklich. Hier, vielen, vielen, vielen Dank. Aber gut, jetzt kommen wir zum Eingemachten. Und zwar habe ich die Favoriten für April. Ich glaube, ich bin dieses Mal ziemlich, ziemlich langweilig. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich den April verschlafen habe, weil ich war unendlich müde. Ich habe unglaublich viel arbeiten müssen und so viel zu tun gehabt, dass ich echt abends nach Hause, ich war froh, dass ich mir noch eine Scheibe Brot gemacht habe oder irgendwas und dann ins Bett gefallen bin. Und auch morgens, ich war nur müde und deswegen war ich irgendwie total langweilig eigentlich. Hallo. Und ja, egal, ich zeige euch trotzdem, was ich benutzt habe. Es ist halt jetzt nicht viel, aber ich zeige es euch trotzdem. Also, ich fange an. Mein das Parfüm, was ich am meisten benutzt habe im April, ist das Dolce & Gabbana Rose The One. Das ist dieses hier. Das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Und oh mein Gott, das riecht so unglaublich lecker. Also, falls ihr einen Douglas oder einen Schubak oder wie das alles Horst irgendwie in der Nähe habt, dann schnuppert das mal. Ich finde das so, so, so lecker. Ich meine auch, dass das eine LE ist. Weiß ich jetzt aber nicht so genau. Hatte ich ja zu Ostern bekommen und absoluter Favorit. Ich glaube, ich habe nur dieses Parfüm diesen Monat benutzt. Dann mache ich mal weiter mit den Nagellacken. Diesmal waren das auch nicht viele, immer nur die gleichen, weil ich die Farben so toll fand. Einmal die 660 Pink It Up von P2. Das ist ein richtig knalliges Pink. So schaut's aus. Und das ist die Farbnummer dazu. Super. Also ganz, ganz tolle Farbe. Passt halt einfach genial jetzt zum Frühling. Denn eine absolute Explosion an Farbe ist der 46 Wake Up.
Na, wo bist du? Da? Und zwar ist das diese richtig heftige, knallige Orange. Ich hoffe, das kommt jetzt auch richtig rüber bei euch. Also prima, ne? Fällt auch auf jeden Fall auf. Und dann einer meiner wirklichen Lieblinge, die ich, glaube ich, von den 5 Nagellacken, die ich benutzt habe, am meisten hatte, das war der Isadora. Das ist dieser 729 Marzipan. Den hatte ich euch, glaube ich, im Hohl gezeigt. Da ist er. Das ist dieser mintige hier. Also ganz, ganz, ganz toll. Den habe ich wirklich mit am meisten getragen. Nein, irgendwie stimmt hier was mit dem Licht schon wieder nicht. Hallo, Kamera. So, da seht ihr ihn. Also eine ganz, ganz schöne Farbe. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Dann, den habe ich jetzt auch heute zum Beispiel wieder drauf. Ein bisschen schlichter, aber trotzdem tolle Farbe. Den hatte ich noch für 95 Cent bekommen. So, was ist das? Die 27 No More Drama. Warte mal. Das ist der. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt oder ob der 95 Cent gekostet hat, weil er aus dem Sortiment gegangen ist. Das ist der hier. Also ganz, ganz schön. Sieht auf den Nägeln so aus. Mag ich sehr, sehr gerne auch. Und natürlich, wer durfte diesen Monat nicht fehlen? Das war von Catrice, der 840 Genius in the Bottle. Das ist dieser changierende in zig Millionen Farben. Dieses Gold, Grün, Lila. Der ist so Hammer Porno Deluxe. Den habe ich auch viel getragen. Und ich finde, der sieht auch zu allem immer super, super schick aus. So, das war das. Dann mache ich gleich mal weiter mit. Ich habe hier mein Körbchen stehen. Absoluter Favorit diesen Monat von Adidas, das Action 3 Fresh. Das ist dieses blaue. Das ist dieses hier. Das ist schon fast leer. Also ich habe das so ausgenudelt. Das hat so einen unglaublich leckeren Duft. Also nach dem Duschen, es ist einfach göttlich. Ich finde das so, so toll. Und apropos, ich muss euch unbedingt was zeigen. Wartet mal, das habe ich vergessen. Ups, sorry. Wo ich jetzt beim Thema göttlich bin, ich habe ein Duschgel gefunden, Leute. Schnallt euch an, das ist so geil. Ich habe mich so dermaßen verliebt. Ich habe ja komischerweise, letztes Jahr war das so, egal was ich für Duschgel gekauft habe, es war immer so Melone, es war Erdbeere, es war, was weiß ich, Papaya, das war Orange, Mango, alles diese obstigen, frischen, sommerlichen Düfte. Und dann fing das ja ab Herbst an, dass ich dann mehr so auf dieses Dezente, dieses Natürliche, dieses einfach nach Saubergefühl Geruch brauchte. Und dann hatte ich ja das BB, dann hatte ich das von Isana, dieses, na ihr wisst schon, dieses auch blau-weiß-Dingster-Bumster. Egal, aber ich habe den Ober... Hallo! Ich habe den Oberburner gefunden, und zwar von Palmolive, das sanft und sensitive, das ist dieses hier. Warte mal. Hallo! Sag mal da! So. So sieht das aus, wenn das Licht jetzt mal kurz mitmacht. Da. Es riecht so fantastisch. Bitte, bitte tut mir den Gefallen und geht einmal zu Rossmann und riecht dran. Es sieht, oh mein Gott. Und ohne Witz, ja, ich habe geduscht und selbst mein Freund, als er im Badezimmer war, sagt, was riecht hier so gut? Dieses hier. Es ist der Oberhammer. Ich muss es mir auf jeden Fall nochmal holen. Milchproteine und Feuchtigkeitsmilch, Cremedusche. Neue Formel. Das sind 300 Milliliter und das hat im Angebot, glaube ich, 99 Cent gekostet. Ich bin echt ein Schussel, dass ich mir nicht noch eins geholt habe, aber das werde ich mir auf jeden Fall. Ich liebe es. Ich freue mich jetzt immer so zum aufs Duschen gehen. Das hat so einen unbeschreiblichen geilen Geruch. So nach auch dieses saubere wieder, aber anders. So. Das ist, glaube ich, von allen Sachen mein absolutes Lieblingsprodukt. Diesmal gibt es eine Platz Nummer 1 und das ist dieses hier. Ich finde das ja so grandios. Und wenn das Licht jetzt mal mitmachen würde. Hallo Licht! Da, jetzt könnt ihr es wenigstens ein bisschen sehen. Richtig, richtig, richtig cool. Ich finde das so Porno. Hammer, Hammer, Hammer. Bitte schnuppert dran und dann, falls ihr mal dran geschnuppert habt, dann sagt mir mal, wie ihr das findet. Dann, die mich natürlich schon länger verfolgen, werden jetzt bestimmt denken so, hä? Neues Deo? Ja. Ich habe mir ein neues Deo geholt und zwar kam das dadurch, dass ich mit meiner Schwester irgendein Wochenende Anfang April was gemacht habe und ich so die ganze Zeit, was riechst du so gut, was ist das für ein Parfüm? Und dann meint sie so, ich habe das und das drauf und dann meinte ich so, das ist das aber nicht. Und dann hatte sie diesen Deo-Roller drauf, Garnier Mineral Invisi Calm.
Beruhigt nach der Rasur, 48 Stunden Doppelwirkung. Das ist dieses rosane, ganz viele haben das auch mit diesem grünen, dieses typische Garnier, was ganz viel jetzt auf YouTube gehypt ist. Aber ich habe den in rosa genommen, weil ich den vom Duft her einfach besser finde und habe den jetzt einfach mal ausprobiert. Das ist dieser hier. Oh, die Lichtverhältnisse sind ja auch schon wieder Knorke hier. Der. Also richtig cool. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Allein auch dieser Duft finde ich gut. Der ist sehr beruhigt. Ich glaube, der ist auch ohne Alkohol, meine ich. Ne? Ja, genau. Ohne Alkohol, ohne Parabene. Biene. Keine Ahnung. Dann habe ich natürlich meine Dreiphasen-Klinik-System-Sachen benutzt. Das kennt ihr ja auch schon. Ansonsten kann ich das Klinik-Video unten gerne nochmal verlinken. Da ist bis auf das Gesichtswasser ja alles ratzefatz leer. Full Size habe ich ja auch schon. Und als Stellvertretung nehme ich einfach jetzt mal die Clinique-Gesichtscreme, die ich benutze, und die Augencreme. Hier könnt ihr schon erkennen, da wo es durchsichtig ist, das war vorher auch alles dieses milchig-peachige, ist wirklich schon leer geduscht. Ich benutze es morgens und abends wie nach zuvor. Also ich bin immer noch absolut begeistert davon. Ich finde die Produkte echt cool. Und werde mir das auf jeden Fall dann auch nachholen. Ich denke mal, das wird jetzt das Produkt des Jahres. Bei mir auf jeden Fall. Und Augencreme ist natürlich jetzt nicht so, dass man sich da so eine Mega-Schicht drauf macht. Deswegen hat man ein bisschen länger was davon. Und ja, also auch absoluter Favorit von mir. Dann habe ich benutzt, wie immer, und ich glaube, das mache ich in jedem Video, zeige ich euch das, von Kaufmanns Haut- und Kindercreme, dieses Pöttchen hier. Das kennt ihr alle. Ich liebe, ja, das sieht schon ein bisschen demoliert aus, weil es in der Handtasche ist. Es ist im Wohnzimmer, es ist in der Küche, im Badezimmer, überall. Und weiß ich nicht, ich brauche das einfach. Also da kommt auch kein Label oder gar nichts, kann da mithalten. Da ist auch schon wieder Ratze, Katze, Fatze, Fatze leer. Ich liebe das. Es ist echt tipptopp Produkt. Kann ich euch nur ans Herz legen, wer das noch nicht hat. Es gibt ihn ja auch als Stiftform. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Also als Labello-Tube. Aber ich finde, dass die Konsistenz in diesem Stift nicht so toll ist wie in der runden Tube drin. Deswegen, ich tendiere mehr dazu. Ich würde mir den Stift nicht nochmal holen. Dann, ach so, habe ich auch ganz viel benutzt. Den Carmex, den Lippenpflege. Dieses gelb-weiße Pöttchen steht aber bei mir auf der Arbeit, auf dem Schreibtisch, und der ist auch schon fast leer. Also da ist schon unten das Fändchen zu sehen. Also es sind leider nur noch ein Rest drin. Habe ich jetzt leider nicht hier. Da mache ich mal weiter. Und zwar war meine Foundation ja alle, meine heißgeliebte Yves Saint Laurent. Ganz langsam. Die war leer. Und ich wollte sie mir eigentlich auch unbedingt wieder nachkaufen. Aber ich habe jetzt erstmal geguckt, um ein bisschen so Reste aufzubrauchen. Ich hatte noch von Lancôme die Teint Idole Ultra. Das ist ölfrei und sieht so aus. Und die will ich jetzt erstmal leer machen. Ich will jetzt nicht so viel immer nachkaufen. Das ist diese hier. Die ist ganz toll. Also die ist ganz leicht auch. Das ist jetzt nicht so eine mega Decken, ne? Ich kann euch das ja mal zeigen. Zack. So sieht sie aus, wenn ihr das erkennen könnt. Hier. Und ja, also sie ist nicht schlecht, ne? Ich finde sie echt gut. Könnt ihr das sehen? Also das ist jetzt wirklich, Gott sei Dank kann ich jetzt so eine benutzen, weil sie ist jetzt nicht so mega deckend. Die ist, macht ein super ebenes Hautbild, auf jeden Fall. Und was wollte ich sagen? Macht ein ebenes Hautbild und ja, das, ich habe immer das Gefühl, also was ich ganz schlimm beim Make-up finde, also bei Flüssig-Foundation, wenn man sich das ins Gesicht schmiert und man das Gefühl hat, man hat so eine Schicht Make-up drauf. Das mag ich überhaupt nicht. Und die ist auch super, super leicht und passt eigentlich sehr, sehr, sehr gut jetzt zum Frühjahr. Und den Duft finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Aber ich habe immer geswitcht. Mal hatte ich Make-up drauf, mal nicht. Also Foundation rede ich jetzt, ne? Irgendwie bin ich verwirrt, aber egal. So, dann meine I Love Stage Eyeshadow Base. Die kennt ihr ja mittlerweile auch schon alle. Die habe ich auch schon sehr gut ausgenudelt. Dann habe ich benutzt, ja, ich habe meine Augenbrauen bemalt mit dem Eyebrow Designer 04 Blonde. Den habe ich sogar schon anspitzen müssen und ich bin ja eher immer so eine Faule, was das angeht. Den habe ich euch ja auch schon gezeigt. Das ist dieser hier. Den habe ich jetzt auch fast täglich benutzt. Ja, ich. Dann, womit machen wir weiter? Hier,
Die I Love Extreme Volume Mascara. Die kennt ihr auch alle, diese schwarz-pinke. Immer noch mein Liebling, Favorit, benutze ich jeden Tag. Mein Lippenstift diesen Monat, den ich eigentlich nur getragen, ich habe nichts anderes getragen, außer meine Lippenpflege und diesen Lippenstift von P2, die Nummer 010 Rodeo Drive. Ich glaube, den haben wir auch schon 700 Millionen in die Cam gehalten. Das ist dieser hier. Ganz, ganz toll. Ich liebe den. Den hatte ich jeden Tag drauf. Jeden Tag. Und darüber dann den, ich weiß jetzt schon wieder die Nummer nicht, weil das Pinörpelchen fehlt. Aber der ist auch schon voll ausgelutscht. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Hier, die Ränder sind so rausgekratzt. Da. Ich glaube, diese Essence Stay With Me, Long Lasting Lip Gloss, Me oder Milk. Ich schreibe euch das unten nochmal auf jeden Fall rein. Den habe ich genommen. Dani, natürlich den 604 Milk von NYX, den Eye Jumbo Pencil. Zack. Das ist this one hier. Auch mal ein Kamera. Da, jetzt könnt ihr es sehen. Aber den kennt ihr ja mittlerweile auch schon alle. Auch schon angespitzt. Dann hatte ich mir aufs Auge geschmiert die 410 Come On Chameleon, glaube ich, soll das sein. Das ist der. Und zwar ist das dieser Changierende. Das ist so grün. Ja, das ist schon wieder so eine komplizierte Farbe. Also der hat sieht super schön auf dem Auge aus. Wirklich, also richtig toll. Den hatte Ebru in ihrem Video gezeigt, als sie sich geschminkt hat. Der ist so grün, braun. Also der hat so mehrere Farben. Also der sieht auf dem Auge ganz, 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 ganz toll aus. Finde ich richtig, richtig klasse. Den habe ich getragen, eine ganze Weile sogar. Und jetzt als es... was wollte ich jetzt sagen? Und jetzt, als ich so faul geworden bin und so müde, also ich habe die letzten zwei Wochen wirklich, ich glaube, nur Eyeliner getragen, und zwar den von Bobbi Brown. Das ist die Farbe Mahagoni Ink 21. Das sind diese in diesem kleinen Pöttchen hier. So sieht er aus. Ich habe nur das gemacht und dann Wimperntusche und ab zur Arbeit. Absolut der Favorit. Dann habe ich am Wochenende meistens, wenn wir irgendwie unterwegs waren oder in der Stadt oder was weiß ich, mal abgesehen von dem Lippenstift, den ich immer getragen habe, habe ich dann mal mich getraut, wieder mein Flomat zu benutzen. Ich finde die Farbe ja so, 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 so toll. Das ist so ein knalle, knalle, knalle Pink. Also damit fällt man definitiv auf. Warte mal, ich mache euch das mal hier rauf. Alter Falter. Richtig Knorke. Hatte ich auch schon mal in einem Video drauf, ich glaube in meinem Outfit of the Day, dieses Frühjahrs. Hier habt ihr ihn. Da. Ich hoffe, das sieht bei mir jetzt am Display sieht das so fliederfarben aus, aber es ist wirklich knalle, knalle, knalle Pink. Also ganz, ganz coole Farbe. Ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. So, das habe ich. Das haben wir. Weg damit. Denn... zu meinem Lieblingspinsel diesen Monat gehört der von Barbara Hoffmann. Der Lidschattenpinsel in groß, schwarz, matt. Den hatte ich euch auch schon gezeigt. Das ist dieser hier. Den nehme ich immer zum Verblenden jetzt. Und der ist wirklich ideal dafür. Also ganz, ganz toll. Gefällt mir richtig, richtig gut. Habe ich auch so gut wie jeden Tag benutzt, wenn ich dann was mit dem Lidschatten genommen habe. Hier diesen Chameleon-Dingsbums. Bei Eyeliner brauchen wir das ja nicht. Und... wirklich jederzeit Favorit ist mein Kiko Concealer, die 02 ist das. Hier, so sieht er aus. Und da ist auch schon das Pfännchen. Er will und will nicht leer gehen, aber ist ja auch nicht so schlimm, muss ich keinen neuen kaufen. Zur Not habe ich ja noch den von meiner Mom, den ich geschenkt bekommen habe, von Bobbi Brown. So, und dann, was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube, Januar, Februar, März, April, 30 Tage hatte der April, genau. Ich glaube, jeden Tag, ungelogen, jeden Tag verwendet er
Pinsel dieses Mal. Ich glaube, was anderes habe ich an Pinsel gar nicht benutzt. Ist der von Adeko, dieser kleine Kabuki. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich hatte ihn jetzt schon die ganze Zeit. Ich habe auch noch einen von Revival de Loop. Aber der fängt jetzt mittlerweile an, ein bisschen Haare zu verlieren. Obwohl er das, ich glaube, jahrelang nicht gemacht hat. Und der von Adeko, der ist so, so, so toll. Ich finde den, weiß ich auch nicht. Ich habe nur diesen Pinsel und den hier zum Verblenden benutzt. Die beiden hauptsächlich, weil ich auch nicht gerade viel gemacht habe. Und von daher ein absolutes für den hier. Wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, der kostet, wenn mich nicht alles täuscht, kostet der entweder 19,95 oder übertreibe ich da? Oder 12,95? Oh mein Gott, ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall ganz, ganz tolle Investition. Dann habe ich, wie beim letzten Mal, ich zeige es euch jetzt trotzdem nochmal, von Essence Legends of the Sky das Blush benutzt 01 No Better Way to Sky. Das ist dieses hier. Habe ich auch schon so oft in die Kamera gehalten. Weil ich diese Farbe, die kann ich mir auch nicht übersehen. Die ist so, so wunder, wunder, wunderschön. Ich mag den so gerne. Warte, wo klatschen wir das hin? Das hat so ein peachig... Peachy, peachy, wo bist du denn? Hier... Da. Das mit dem Licht ist ja echt blöd gerade, ne? Könnt ihr das überhaupt sehen? Warum bin ich denn jetzt schon wieder so überbelichtet? Das ist doch... Hier, jetzt geht's. Naja, gut. Ihr kennt ihn ja. Und dann benutzt auf jeden Fall auch immer super, super gerne von der NYX The All I've Ever Wanted Box. Das ist ja diese hier. Jetzt wissen bestimmt einige, was jetzt kommt. Und zwar dieses hier. Oh, oh, das bricht gleich. Dieses knalle Pink habe ich euch im letzten Video auch schon mal gezeigt. Und mir ist gerade was rausgefallen. Klasse. Und zwar ist es dieses knalle Pink hier. Als Rouge. Ups. Och Mano, das, was soll denn das mit dem Licht hier, Kinders? Ich begreife das nicht. Auf jeden Fall auch ganz, ganz toll. Hier ist es jetzt übertrieben drauf. Hier könnt ihr es sehen. Also ganz, ganz coole Farbe. Richtig schön. Und mein Neuzu... Oh Gott, wie das aussieht, wie peinlich. Mein Neuzukömmling... Das neue Blush, was ich mir geholt habe, von Sun Club Blondes habe ich genommen, Lighter Skin, All Over Shimmer for Eyes, Face and Body. Ich glaube, das ist eigentlich ein Bronzer, aber ich benutze ihn als Rouge und ich habe ihn heute auch drauf. Und der macht so einen geilen Glow-Effekt. Ich zeige ihn euch erstmal, das ist Ibiza Sun, die 01. Ich habe den schon ganz, ganz oft eigentlich im Regal gesehen. So sieht er aus. Also der ist so, warte mal. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 so eine Innendinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seht auch, ich habe ihn schon gut benutzt. Ganz, ganz tolle Farbe ist der helle. Nehme ich sehr, sehr gerne zum Highlighten im Augenwinkel. Habe ich auch jetzt gemacht oder unter der Augenbraue. Ganz, ganz toll. Und dann gehe ich einmal mit dem Adeko-Pinsel einmal so durch. Zwupp. Dann habt ihr das Produkt vorne drauf ganz leicht hoch und schwupps, mega cool. Habe ich jetzt in den letzten, wann habe ich mir den geholt? Letzte Woche, glaube ich, Anfang letzter Woche. Ich habe ihn jeden Tag benutzt und der ist wunder, wunder, wunderschön. Also ganz, ganz toll. Also es gab den für Blondes und für Brünett, aber für Brünett gefiel der mir komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum, aber gut. Was soll das? So, das war's von mir und meinem Favoritenvideo. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen und freue mich mega doll auf euer Feedback. Wirklich, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.